Digga, das sieht wirklich einfach aus wie so ein geisteskrank seltsamer... Kurze Info für euch an der Stelle natürlich, ich streame heute Abend wieder, 19 Uhr geht der Stream los, ich würde mich sehr freuen, ich bin wieder nach langer Abstinenz back am Start und es gibt Reacts, GTA, ein paar Stories zu erzählen, wird auf jeden Fall nice, ich freue mich drauf, bis dann, peace. Wie habt meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zu diesem wunderschönen Vlog, es ist 10.30 Uhr und natürlich hat man als angehender Jungunternehmer nichts Besseres zu tun, als um 11 Uhr ins Gericht zu gehen, meine Freunde. Safe. Ihr kennt den jungen Mann alle, der heute auf der Anklagebank, nee, auf der Klagebank sitzt eigentlich. Sven, wenn alles gut läuft, darf sich Sven nach diesem Gerichtstermin wieder Kindergärten nähern. Schauen wir mal. Na, es ist eigentlich echt unspektakulär, aber ich wollte es eigentlich mitnehmen. Pamela ist gerade noch zu Hause. Und ja, wir gehen jetzt kurz ins Gericht, diesen jungen Mann hier sein rechtmäßiges Geld einklagen, Alter. Hoffentlich gewinnen. In einem kleinen Unfall, ja. Schauen wir mal, ne? Ich muss mal ganz kurz sagen, Sven, dein Auto, ne? Also du hattest ja vorhin einen anderen Wagen, ne? Ja. Was ist damit passiert? Der war total schaden, ne? Wurde kaputt gefahren. Von einem LKW, deshalb sind wir heute hier. Naja, jedenfalls erstmal der Gerichtstermin und ich lasse die Kamera jetzt im Auto. Ich wollte das nur ganz kurz irgendwie als Anmoderation nutzen und dann geht's auch schon los zu Krass Klassenfahrt. Deshalb drehe ich dieses Video. Ansonsten passiert auch nicht mehr viel. Wir sehen uns später. Tschüss. Da fährt der Verbrecher. Er hat seinen Sohn Kasimir zurück. Freust du dich, Kasimir wiederzusehen? Ja! Was für ein Bullshit, Alter, das ging nicht um seinen Sohn. Als der Richter mich gefragt hat, warum ich hier bin und ich angefangen habe zu weinen, da wurde es ganz sentimental. Es war super unangenehm, weil ich gerade eben im Wartebereich einfach Alexander Markus auf 10 abgespielt habe. Oh, sorry, dass du ein Cabrio hast. Oh, oh. Naja, ich fahre jetzt nach Hause, pack meine Tasche und dann geht's los zu Krass Klabissenfahrt. Und ich habe absolut gar keinen Bock. Ich freue mich nicht. So Leute, natürlich fahre ich gerade nicht, wenn ich vlogge, weil ich heiße ja nicht Dena. Wir fahren jetzt gerade zum Dreh. Wir sind ungefähr eine Stunde oder sowas müssen wir fahren, anderthalb Stunden so. Hast du Bock drauf, oder? Ja. Ja, du freust dich richtig, ne? Ja, voll. Ich freue mich richtig drauf. Boah, wird richtig geil, ja. Alle wiederzusehen. Unsere Szenen werden so witzig. Also ich rede gerade, du brauchst jetzt nicht immer ins Bild kommen, wenn ich... ja. Ne, es wird, glaube ich, ganz cool. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach innerorts 200 und los geht's. Du nimmst gerade gar nicht auf, gell? Wir sind im Hotel angekommen. Das Hotel ist natürlich geisteskrank ausgebucht wegen der Corona-Pandemie. Aber immerhin müssen wir nicht mit den ganzen anderen Leuten in einem Haus schlafen. Von daher ist das Risiko an der Stelle minimiert für mich. Für dich sieht es da wieder andersrum aus, weil du ab morgen dann bei denen schlafen musst. Ja. Jetzt gab es leider, glaube ich, einen Fehler in der Buchung. Wir haben irgendwie jetzt nur ein Doppelzimmer bekommen, aber ist kein Problem, sie kann auf dem Boden schlafen, das passt. Du kannst alles auf dem Boden cool schlafen. Ja, das denkst doch nur okay, du. Wow, ja, komm, hör auf. Ich stehe den Abstand halten, aber... Personal hält doch irgendwie Abstand von den Gästen, weil also hier ist halt keiner. Können wir bitte auf unser Zimmer? Hallo! So, wir haben es geschafft. Du machst dich auf der Couch bequem, weil das ist nämlich hier mein Bett. Das passt sogar, das ist ja eine Kindercouch. Ja, natürlich mit Schuhen, ganz klar. Du schläfst hier. Nein, bist du dumm? Guck mal, wie groß ich bin. Oh, wie süß. Was redest du? Was redest du? Warte mal. Okay. Ich hab grad hier... Warte, komm. Okay, 3, 2, 1, go. Boah, bist du dumm. Nee, ist cool. Also Jonas geht auf jeden Fall voll entsexualisierter Content hier bei Krass Klassenfahrt. Ja, ich habe meine Strapse noch nicht mal an. Musst du eine Strapse anziehen? Ja, Halt's Maul. Ja. Das ist doch keine Strapse, oder? Das ist ein Strumpf. Ja, ist aber schaut so aus. Keine Ahnung, Mann. Das geht ja bis hier halt. Wisst ihr, was meine Rolle ist? Ich bin der Perversling, der einfach wieder auf Instagram gehittet hat. Komm, reden wir nicht drüber. Ist ja einfach keine Rolle. Ist ja einfach wahr. Möchtest du nochmal gucken, ob du in den Pool gehen darfst? Ja. Sehr gut. Ja, zu, das weißt du. Ich bin's, dieser andere Deutsche. Und ich bin's, dieser andere Laden, der natürlich zu hat. Der Typ im Hotel sagt, hä, in Westerwelt isst mittags keiner. Seid ihr alle dumm? Tut mir leid. Das Ding ist, ihr habt nichts geöffnet. Wir müssen jetzt einfach verhungern, Digga. Ich fahr jetzt wieder nach Hause, Mann. Ein paar Sekunden später. Wir haben was gefunden, Leute. Aber das sieht so shady aus. Das sieht so billig aus. Das ist so... Ich weiß nicht mal, ob ich da einen Mundschutz brauche. Die husten wahrscheinlich eh ins Essen. Hier ist eine Schmiede, Digga. Hier ist eine Schmiede. Hier ist ein Bergwerk. Ich glaube, ich war ja sogar schon mal als Kind oder sowas. Tatsächlich, also ich habe das irgendwo schon mal gesehen hier. Hast du Bock, ins Bergwerk reinzugehen? Ja. Ich sterbe, wenn ich hier ins so Essen. Urlaubsfix machen. Urlaubsfix? Lass so tun, als hätten wir so... so. Okay, wir gehen jetzt da vorne was essen. Es fängt hier wirklich einfach schon mit dem größten Kopf überhaupt an, ne? Erstmal muss ich mir deren Zimmer teilen. Dann. Willst du mich verarschen? Was denn? Hä? Du hast ein Privileg, dass du mit mir übernachten darfst. Wir machen heute so eine richtige Übernachtungsparty. Gell? Das ist cool. So, wir sind jetzt bei dir zu Hause angekommen, weil hier sind nämlich so Minen, da vorne ist so eine Mine und hier kommen ja die Zwerge her. Und weil du nur 1 Meter, wie groß bist du? 1,20, ne? 1,20.
Nee, ist gut. No front an dieses Dorf, aber das ist das Rad der Zeit. Und was soll ich sagen? Es ist stehen geblieben. Das ist ein Hotelzimmer. Also die Schlüssel vom Hotelzimmer habe ich, ja. Alter. Das sieht so nach einem ganz seltsamen Dreh hier aus heute, oder? Similar, diese andere Pornodreh von Brazas, Digga. Wir sind jetzt hier. Ich habe gerade schon gegessen, ein bisschen Federball gespielt. Da ist noch Jonas. Kannst jetzt... Molle, du Trimax hier. Danke für die Einladung, ne? Sehr gerne. Herzlich willkommen nochmal. Danke. Gerne. Du hast gerade schon gedreht, ne? Mhm. Wieso tust du dich jetzt einfach in mein Video rein? Das ist so dreist von dir, weißt du das? Ich drehe jetzt gleich auch. Mit mir. Echt jetzt? Ja. Wieso steht da... Digga, bist du dumm? Du hast da noch so einen Aufkleber auf deiner Brille drauf. Was für ein Aufkleber? William Morris, Black Label steht da drauf. Das ist der Name von der Firma. What? Ey, Alter. Tschüss, bis dann. Sehr gut. Okay, wir schauen uns mal ganz kurz hier das Haus an. Also das hier ist das Haus. Und alle tragen jetzt plötzlich Uniform. Was es damit auf sich hat, das könnte ich euch verraten, aber das mache ich nicht, weil das ist ja im Drehbuch und ich darf ja nicht zu viel sagen. Richtig. Und hier spielen gerade Leute Federball. Wieso steht da ein Zelt? Da jemand Sex drin? Ja. Zeig's mir. Hey Jamie, wie geht's dir? Also ich wüsste, dass mich jemand dabei filmt. Selina, ich muss mich nochmal öffentlich entschuldigen, okay? Ja. Dass ich gesagt habe, dass du 10 bist. Okay, wie sehe ich denn aus? 14. Danke. Ja. Wir haben uns eigentlich auf 17 geeinigt, ne? Ist dir schon klar? Ja, aber es wäre immer noch illegal dann. Also bist ja dann immer noch minderjährig, ne? Was genau wäre illegal? Das, was gerade im Zelt passiert ist. Ich wollte mal ganz kurz darauf aufmerksam gemacht haben, natürlich halten sich hier auch alle, und das ist wirklich krass, kann ich euch drin gleich mal zeigen, wirklich jetzt an Abstandsregelungen sowas. Alle haben so einen Mundschutz eigentlich, den wir halt draußen nicht anziehen, aber drin tragen wir tatsächlich alle. Und überall sind Hand Sanitizer und sowas. Und das Lustige ist, dass alle hier einfach jetzt für eine Woche bleiben müssen. Außer mir, weil ich kann hier hinkommen, mir das Virus holen, einfach wegfahren, laut Gesundheitsamt. Frau Bra, hallo. Können Sie uns eine Roomtour geben, bitte? Ja, wir haben hier jetzt wunderschöne Pflanzen. Okay, was sind das? Georg! Was ist das für ein Baum? Irgendeiner mit grünen Blättern. Danke, cool. Das Haus hat 400 Quadratmeter. Stimmt das wirklich? Wir haben einen wunderschönen Garten. Ja, geht, circa, ne? Circa also 200 Quadratmeter. Ist ein bisschen größer, würde ich sagen, aber... Ja. Ich hatte aber keiner gefragt. Dann hier haben wir unser super wunderschönes... wie nennt man das nochmal? Tisch-Dings? Ich weiß gar nicht, was hier eigentlich Stopp. Ist. Maske an. Now we're safe. Das ist unser Wohnzimmer. Das ist die Küche. Ja. Das hier wird unser Lieblingsraum. Bist du 1,50 Meter groß? Schau, hier. Mhm. Kann man saufen. Oh mein Gott, ein Billardtable. Oh, das habe ich auch gerade erst gesehen. Das sieht einfach schon wieder aus wie so ein Porno-Setting hier mit diesen Uniformen, diesem Billard. Gehen wir weiter, komm. Nein. Fazit, eine sehr mystische Immobilie. Würde 10 von 10 nicht rein investieren. Montana Black würde sich hier auch nicht wohlfühlen. Zu wenig LEDs. Okay, wie ist es denn für dich, jetzt bei so einer prestigeträchtigen Produktion mit als Hauptrolle dabei zu sein? Das ist ja nicht mein erstes Mal. Mhm. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ja. Ich finde unser Outfit auch mega, mega schön. Mhm. Ja. Geil. Okay, wir proben jetzt unsere Szene. Ja, bitte. Die erste Szene mit dem Ball. Digga, das sieht wirklich einfach aus wie so ein geisteskrank, seltsamer Porno, Mann. Die sind drin. Hi. Das ist schon den ganzen Tag so. Digga, das ist wirklich mit diesen Uniformen, hat das einen ganz, ganz weirden Vibe, weißt du das? Nee, Digga, du bist ja Regisseur, du hast... Ja, ich freue mich drauf, es wird... Digga, ich kann da... Wir drehen sogar mit Sexlicht, ey, cool. Eine Ewigkeit später. Bist du zufrieden mit unserer Szene? Ja. Findest du, wir haben es gut gemacht? Ja. Warum hast du dich viermal versprochen? Hab ich nicht. Zweimal. Zweimal ist aber nicht viermal. Ja, ich verdoppel gerne. Ja, das ist halt schwer, oder? Ja. Was? Ja. Cool. Wie ist denn das für dich, so bei so einer großen Produktion mit so Licht und sowas, wo nachts auch gedreht wird? Keine Ahnung, ich trinke Bier und rauche. Hast du heute nicht gedreht? Ein bisschen. Und ist deine Rolle immer mehr in den Hintergrund gerückt? Nee, die geht richtig ab. Die geht richtig ab? Und genießt du den heutigen Tag? Nee. Perfekt, danke. Was machen die da? Und danke. Freeze. Coole Szene, cool. Das ist
doch nicht. Das ist doch nicht. Jetzt haben die Angst. Ihr seid einfach nicht normal. Die gehen jetzt gleich, die gehen jetzt. Nein, ihr seid einfach nicht normal. Ihr seid einfach nicht normal. Dann morgen. So Leute, das war's von diesem Vlog. Es ist schon einen Tag später. Ich drehe noch einen zweiten Part, weil es immer die Probleme im Uploaden gab und sowas. Das ist gerade alles ein bisschen tricky. Kurze Info für euch an der Stelle natürlich. Ich streame heute Abend wieder. 19 Uhr geht das Stream los. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin wieder nach langer Abstinenz back am Start. Und es gibt Reacts, GTA, ein paar Stories zu erzählen. Wird auf jeden Fall nice. Ich freue mich drauf. Bis dann. Peace.